Ich habe einen zweiten Sonnenschutz ausgetestet. Ich konnte es nicht abwarten, weil ich mit dem von DM nicht so wirklich zurechtgekommen bin. Das ist ein Sonnenschutz von Rossmann. Und wie ich den gefunden habe, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich beschäftige mich hier eben auch mit Kosmetik ohne Mikroplastik, reizfreie Kosmetik und da bin ich natürlich auf der Suche nach was Gescheitem und das war anfänglich gar nicht so einfach, weil 99% der Sonnenschutzmittel, die es so gibt, Mikroplastik enthalten haben. Es kommen immer mehr Produkte raus, die es nicht haben und das ist richtig geil. Und das ist eins von Rossmann und zwar das Sanozon Med. Und da müsst ihr aufpassen, da gibt es zwei verschiedene und die 50er, die ist richtig, richtig gut. Das ist das Sonnenfluid für Dekolleté und Gesicht mit einem etwas höheren Preis und man bekommt nur 50 Milliliter. Also man merkt es auch an der Verpackung. Aber dieses Produkt lässt sich so gut auftragen. Ich habe euch sogar ein bisschen mitgenommen, um euch zu zeigen, wie sich das beim Auftragen verhält. Was bei der einen relativ schwierig ist, weil wenn du zu sehr an der Haut rumreibst, pellt die sich halt ab. Ist bei der überhaupt kein Problem. Da kann ich auch Gott sei Dank ein bisschen Hyaluron unter die Hautcreme packen. Das macht ja auch überhaupt nichts aus. Wo die andere halt eben sehr empfindlich ist, was ich überhaupt drunter trage, die würde am liebsten gerne alleine getragen werden, ist die halt echt wesentlich besser. Also da kann ich echt nichts sagen. Und ich habe gesehen, dass Rossmann davon auch einen Sonnenspray für den ganzen Körper hat. Werde ich mir holen. Werde ich mir definitiv holen. Weil es einfach unparfümiert ist. Ich habe immer noch die Visan. Ich tue mir mit der Visan halt eben auch schwer, weil die extrem parfümiert ist. Und ich mich immer eingedieselt fühle, wenn ich mich da körpermäßig eincreme. Die ist von den Inhaltsstoffen ganz gut, die Visan. Ich werde euch mal beide Reviews unters i legen. Aber die ist halt stark beduftet. Da gibt es jetzt auch eine Variante ohne Duftstoffe. Und ich finde es einfach cool, dass es eben in der Drogerie jetzt auch einfach Produkte gibt ohne Duftstoffe, ohne Mikroplastik, ganz wichtig. Und die ist ohne Oktocrylen. Versteift euch nicht zu sehr auf die Sachen, die da auf der Verpackung draufstehen. Maggi und der Marek, die sind das Team Dirty Beauty Talk. Gibt es auf YouTube, werde ich euch auch mal unters i legen. Und die haben eine ganze Reihe über Sonnenschutz gemacht, wo sie das mal so ein bisschen erklären. Ne? Und da gibt es auch auf Maggis Blog gibt es auch eine Tabelle, wo man so ein bisschen auch mal abchecken kann im Sonnenschutz. Ist der gut? Hat der einen hohen UVA-Schutz? Oder was macht der überhaupt? Der Marek ist Chemiker und der kennt sich da richtig gut aus. Und die Maggi ist lang erfahrene Bloggerin. Ich kenne die schon ewig und ich habe wegen ihr damals auf YouTube angefangen. Also es ist echt schon ewig lange, wo ich die kenne. Und die haben so ein bisschen die Geschichte erklärt in Bezug auf Sonnenschutz. Und das ist eben ein richtig gut formulierter Sonnenschutz. Und er funktioniert auf der Haut einfach auch wahnsinnig gut, wie ihr gesehen habt. Also da weißelt nichts, der zieht gut ein und er funktioniert einfach auch gut. Mit 4,99 € ist es natürlich ein bisschen hochpreisiger, ne, weil man eben einfach nur 50 Milliliter hat. Und wenn man halt bedenkt, dass man 1 Gramm auf dem Gesicht auftragen sollte. Und bitte seid so gut und tragt wirklich jetzt im Sommer, wo ich dieses Video drehe, auch wirklich dieses Gramm auf, wenn ihr raus in die Sonne geht. Wenn ihr so im Büro seid oder so, ist es nicht so wild. Aber wenn ihr rausgeht, euch viel eben draußen aufhaltet, ist es einfach wichtig, dass ihr da diesbezüglich halt nochmal genug auftragt. Es ist aber wirklich auch wichtig, dass ihr das auch im Herbst und Winter macht, denn die UVA-Strahlung ist das ganze Jahr da. Die UVA-Strahlung macht dich alt. Guckt, dass ihr einen hohen Sonnenschutz verwendet,
Denn es ist meistens so, dass man es nie perfekt aufträgt und man sich da auch nicht so viele Gedanken machen muss, dass man es perfekt aufträgt. Also je niedriger dein Sonnenschutz, desto ja, geringer auch der UVA-Schutz, wenn man es eben nicht perfekt aufträgt. UVA-Schutz ist durch 3, also 50 durch 3, und das ist dann relativ gut. Also da kann ich echt nichts sagen. Und du kannst als Frau deine ganzen Serien etc., du kannst darauf verzichten, wenn du Sonnenschutz trägst. Weil das zusammen ist natürlich eine coole Sache, aber wenn du Sonnenschutz trägst und da wirklich minimalistisch arbeiten möchtest, Sonnenschutz ist der beste Alterungsschutz schlechthin, weil eben die UVA-Strahlung alt macht. Ich habe euch natürlich auch wieder mein Bild mit den Inhaltsstoffen, das habe ich in der letzten Review vergessen, und den Preis. Und es ist nie schlecht, sich so ein bisschen mit den Inhaltsstoffen auseinanderzusetzen, sprich, dass man da so ein bisschen weiß, was wo drin ist. So wird man einfach auch nicht verarscht. Es gibt unwahrscheinlich viele Influencer, die in rasender Schnelligkeit Dinge vorstellen, ohne dass sie so ein bisschen wissen, was in ihrem Produkt drin ist. Also so ein bisschen Inhaltsstoffe lesen ist nie verkehrt, absolut nicht. Und so ist man halt einfach auch relativ ehrlich zu seinen Zuschauern. Was heißt relativ? Man ist sehr ehrlich zu seinen Zuschauern und empfiehlt denen eben auch nichts Schlechtes. Und ich teste halt sowas eben meist schon eine ganze Zeit lang aus, um zu gucken, wie komme ich mit dem Produkt zurecht? Wie verhält sich das Produkt auf der Haut? Wie zieht es ein, gerade bei Sonnenschutzprodukten? Und eben, wie verhält sich das Produkt bei Sonneneinstrahlung? Das ist halt eben auch ein richtig wichtiger Punkt. Und ja, ich liebe das. Ich werde es mir definitiv nachkaufen. Ich werde mir auch den Spray davon nachkaufen. Und ich wünsche mir einfach, dass es in der Drogerie oder allgemein auf dem Markt jetzt einfach noch mehr Produkte gibt ohne Mikroplastik. Das muss nämlich nicht drin sein. Es ist nicht immer einfach mit den Formulierungen, wie eben DM gezeigt hat in diesem Produkt. Aber es geht. Und Sanozun hat es gezeigt. Also man braucht kein Mikroplastik in den Produkten. Es geht auch ohne. Kennst du dieses Produkt schon? Hast du Erfahrung mit diesem Produkt gemacht? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ich melde mich ab an der Stelle, sag danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.